Friedrichs Montezuma. Macht und Sinne in der preußischen Hofoper. Am 6. Januar 1755 gab es im Königlichen Opernhaus unter den Linden eine ganz besondere Premiere. Mit der Oper Montezuma wurde ein Werk präsentiert, für das König Friedrich II. Selbst das Textbuch entworfen hatte. Sein Hofkapellmeister Karl Heinrich Graun hatte die Handlung um die Eroberung Mexikos vertont. Das Stück führte vor, wie die spanischen Invasoren den Aztekenkaiser Montezuma durch List überwinden, schließlich töten und sein Reich vernichten. Die Ausstellung zeigt die textlichen und musikalischen Quellen zu Montezuma. Sie informiert über die Entstehung des Werkes und über seine gedanklichen Grundlagen. Präsentiert und erläutert werden zahlreiche Briefe von Friedrich II. Und seiner Lieblingsschwester Wilhelmine, mit der sich der König intensiv über Opernfragen ausgetauscht hat. Die Ausstellung begibt sich aber auch noch auf eine ganz andere, spannende Spurensuche. Wie wurden die Aufführungen realisiert? Bühnenbildentwürfe von Giuseppe Galli-Bibbiena, historische Instrumente aus den Beständen des Musikinstrumentenmuseums, Nachbauten von barocken Theatermaschinen geben Eindrücke davon. Was war das Besondere an der Gesangskunst der international berühmten Kastraten und Primadonnen, die an den preußischen Hof engagiert wurden? Auf welche Weise konnte das alte Mexiko auf der Bühne erscheinen, auf einer Bühne, die mit Kerzenlicht illuminiert war, für die es keine elektronisch gesteuerte Bühnentechnik gab? All dies kostete Geld, viel Geld. Für seine Oper scheute Friedrich keine Ausgaben. Schließlich ging es auch darum, die Machtfülle des Königs durch sinnliche Eindrücke zu vermitteln. Dem Publikum sollte bei den Aufführungen Hören und Sehen vergehen, der Zuschauer über die Wunderdinge auf dem Theater derart in Erstaunen versetzt werden, dass er seinen Fürsten umso mehr verehrte, ihm umso mehr zutraute. Was aber wusste man um die Mitte des 18. Jahrhunderts eigentlich über die Conquista? Die Ausstellung zeigt dazu Originaldokumente und Objekte aus der Zeit des historischen Montezuma II., versucht aber auch die Linien nachzuzeichnen, die die Eroberung Mexikos mit dem Aufklärungsdiskurs verbinden. So wird Friedrichs Version von Montezumas Geschichte erlebbar, zugleich aber auch die faszinierende Welt des höfischen Theaters mit seinen ästhetisch und technisch äußerst anspruchsvollen Produktionen.